Majestät, als erstes die Tischler. Ah, Waldbauernbuben. Sie tragen den Wahrspruch vor sich her, tum runicam meam ad moveo, zu Deutsch, dann setze ich meinen Hobel an. Ausgezeichnet, ein Geschenk kriegen wir auch, schau. Sehr wohl, Majestät. Er darf sich nähern. Schau, Geschenk, 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 Geschenk. Geschenk? Majestät, ich befürchte, die Verpackung ist das Geschenk. Oh, 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 da freuen wir uns, aber... Ja, zurück in den Wald, ne? Husch. So, nächstes Geschenk, Sachen. Wer ist das? Die Schmiede, Majestät. Ihr Wahrspruch lautet übersetzt für Stahl gegen Zivildiener. Aha. Husch. Da schau. Gold in seiner ursprünglichen Form. Eisen. Was? Gold ist zurzeit sehr teuer, Majestät. Ach so. Ja, wurscht, oder? Nicht? Gut. Also, da freuen wir uns ganz besonders, dass wir ein rostiges Hufeisen bekommen haben. Kaiser sehr dankbar. Reden können die auch nicht, gell? Wahrscheinlich taub von den vielen Hammerschlägen, oh, ja, Majestät. Ja, ja. Gegenseitig am Schädel wahrscheinlich. Ne? Behämmert, ne? Klar. Ne? Husch! Was ist das? Majestät, ein Bauernbund. Ein Bauernbund? Ihr Wahlspruch lautet Europa, o Europa, amatissima, zu Deutsch Europa, geliebtes Europa. Sie bedanken sich für die Privilegien, Förderungen und überhaupt alles aus der EU. Aha, muss es Geschenk sein, verstanden? Majestät, österreichische Bauern haben nichts zu verschenken. Ah, ist der Niki Lauda auch ein Landwirt? Vermutlich, Majestät. Sie sind entbunden. Majestät, als nächstes eine Abordnung der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Was haben Sie denn im Netz verstanden? Ihr Wahlspruch lautet, öffnet die Herzen, öffnet die Tore und Sie haben heuer 19 Bälle im eigenen Tor geerntet. Fleißig waren Sie. Na? Geschenk haben wir auch, verstanden? Was ist das? Majestät, ich vermute, das ist das Kalb von Didi Constantini. Sehr schön, verstanden, sehr schön. So ein kleiner Tipp von uns, gell? Zwei Sachen. Ihr müsst euch nur den Torhüter der eigenen Mannschaft merken. Und alle anderen, die ein anderes Leiberl anhaben, das sind die Gegner. Husch! Ja, haben Sie es verstanden, Sir? Verstanden? Wer weiß, Majestät. Ja, wer weiß. Die letzte Berufsgruppe für heute, Majestät. Sagen Sie nichts, wir wissen es. Die Jugendlichen. Leider nein, Majestät. Es handelt sich bei diesen bedauernswerten Herrschaften allesamt um Pensionisten der österreichischen Bundesbahnen. Was ist jetzt noch ein Fest?
Majestät, ich vermute, das ist eine orthopädische Gehhilfe. Die Herren sind allesamt Invalide. Ja, deswegen sind sie auf ihren Rollbrettern gekommen, gell? Ja, bedauernswerte Kreaturen in so einem Zustand, gell? Ja, meine Herren, rollen Sie in die Pension. Was ist das? Majestät, das ist die allerletzte Berufsgruppe von heute, die Lobbyisten. Sie sind die Einzigen, die ihren Wahrspruch auf als Frage formuliert haben, und zwar quid tandem erat meritum, zu Deutsch, was war die Leistung? Aber sagen Sie, sind diese Lobbyisten nicht dieses Gesindel, das dafür sorgt, dass das Geld irgendwo auf Zeiten kramt wird? Also ist das nicht dieser Berufsstand? Das ist im Prinzip vollkommen korrekt, Majestät. Aber? Auch die Lobbyisten liefern ihren Zehnten an Majestät ab. Ach so, diese braven Untertanen, die dafür sorgen, dass das Geld immer im Umlauf bleibt. Gell? Na, komm her. Was hat er denn für uns? Ein Schilling? Majestät, ich dachte, sicherheitshalber. Sie dürfen sich zurückziehen, aber die Wagen stellen da drüben hin, gell? Husch! Ja, gut, dass es noch Menschen gibt, die sich verantwortungsvoll ums Geld kümmern, Seiferstein. Sie sind sehr zufrieden. Da wollen wir auch Danke sagen. Zeigen Sie was, Seiferstein. Zu Befehl, Majestät, Hofbittstelle, bitte! 2, 3, 4. Danke für diese Schwiegermutter. Danke für diesen Geldbetrag. Danke für diese Ausreden. Wir lachen Tag für Tag.